Es gibt ja eine Menge von unterschiedlichsten Bürgerinitiativen in Kassel und auch im Umland. Man kann das in der HNA immer verfolgen. Fast jede Woche steht da irgendetwas Neues drin. Und alle diese Bürgerinitiativen haben sich ja zusammengeschlossen, weil sie unzufrieden sind mit dem, was von oben, also von der Politik und auch von der Verwaltungsseite her, passiert und dass sie da nicht einbezogen werden. Und das, dafür arbeiten sie, dafür engagieren sie sich, um eben für das Interesse der Allgemeinheit etwas zu erreichen, was häufig außer Interesse der Leute von oben geraten ist. Und wir haben dann beschlossen, das war im Mai jetzt vor 2 Jahren, dass es sicherlich besser ist, wenn wir alle Bürgerinitiativen unter ein Dach zusammenführen, damit wir dann etwas intensiver und gezielter und stärker unsere Aufgabe wahrnehmen können. Und so ist es gekommen, dass wir dieses Bündnis gegründet haben. Wir treffen uns einmal im Monat, so am dritten Donnerstag, immer um 18 Uhr. Und da gibt es unterschiedliche Themen, aber es gibt natürlich auch besondere Anlässe, wo wir dann auch einladen oder uns zusammensetzen, um zu arbeiten. Unser Anliegen ist, die Atmosphäre, die zwischen oben und unten in unserer Stadt entstanden ist, wenn man das mal so über die Jahre sich anschaut, ist das deutlich zu spüren, um diese Atmosphäre zu verbessern. Es geht uns um ein besseres Miteinander und zwar auf Augenhöhe. Die Bürger möchten akzeptiert sein, sie möchten ihre Kompetenzen auch geachtet haben und sie möchten nicht belogen werden, wenn sie ihre Einwände vorbringen. Und dieses Ziel gilt für alle Bürgerinitiativen, die dasselbe beklagen, dieselben Erfahrungen gemacht haben, egal mit welchem Thema sie sich eingelassen haben. Das kurz dazu. Ich möchte auch sagen, es gibt seit ganz kurzem ein hinreißendes Büchlein, ganz klein, aber fein, ich weiß nicht, wer es schon kennt, sonst möchte ich es den anderen empfehlen, von Stéphane Hessel, ein französischer Widerstandskämpfer, jetzt schon 93 Jahre alt, der wirklich alles so selber auf der eigenen Haut erlebt hat und hier Empfehlungen gegeben hat, was man tun kann, wenn man so unzufrieden ist als normaler Bürger. Und dieses Büchlein, was ein Bestseller in Frankreich ist und jetzt übersetzt worden ist, heißt Empört euch! Also ich habe mich gut verstanden gefühlt und an der richtigen Stelle mit dem, was ich hier so erreichen möchte. Dann möchte ich eine ganz kurze Bemerkung noch machen. Die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine hat leider in ihrem heutigen kurzen Artikelchen die Anfangszeit unserer Veranstaltung falsch angegeben, nämlich mit der Endzeit 19 Uhr, obwohl die Unterlagen also fast eine Woche schon dort sind. Und es kann also passieren, dass es gegen 19 Uhr nochmal unruhig wird, dann können wir das leider nicht ändern. Das war ja nicht mehr wieder gut zu machen. Verstehen können wir es sowieso nicht. Dann möchte ich ganz kurz begrüßen, zu meiner Linken ist unser Gast, der aus dem Süden zu uns hochgefunden hat, Herr Klaus Riedel, der also das Geschehen um Stuttgart 21 hautnah und aktiv miterlebt hat. Und ich bin sehr froh, dass wir ihn gewinnen konnten, zu uns zu kommen, seine Zeit hier einzusetzen, um uns zu berichten, was dort gelaufen ist, sozusagen als Input. Und wir haben ja vor, auch in diesem Verständnis von Bürgerbeteiligung hier etwas zu erreichen. Und deswegen finden wir es wunderbar, dass er kommt und uns davon erzählt, weil wir ja eine solche Erfahrung hier noch nicht gemacht haben. Dann haben wir hier oben 4 Vertreter von Bürgerinitiativen, die auch nachher kurze Statements abgeben werden. Und ich verkürze jetzt etwas, wir machen dann die Vorstellung, wenn die Damen und Herren an der Reihe sind und aus ihren nordhessischen Erfahrungen berichten. Und dann haben wir, last not least, die Parteien, die hier in Kassel vor Ort aktiv sind, eingeladen und gebeten zu kommen, und Sie finden hier in exponierter Sitzposition die Vertreter.
Und ich fange auf der rechten Seite an, Hans-Dieter Stimpfig für AOF, Frau Weber für die Grünen, Herr Delbert für die Linken, Herr Herfner für die Freien Wähler und für die neue Partei, die hier jetzt etwas werden möchte und mitsprechen möchte, für die Piratenpartei, Jörg Winter Bayer. Und jetzt weiß ich nicht, für die SPD war ich im Herr Völler angekündigt. Um 19 Uhr. Das kann nicht sein, die Einladung hat er gekriegt mit der richtigen Zeit. Herr Rabban, alle gute Zeit. Würden Sie sich denn freundlicherweise auch mit dazu gesellen? Das ist schön. Danke, dass Sie einspringen. Schön, wir könnten. Also, Herr Thronicke war da, aber er ist nicht mehr da. Was das bedeutet, kann ich jetzt nicht sagen. Und auch der Extra-Tipp war eingeladen und Rundfunk und alles, also was so üblich ist. Also, wir sind unter uns. Wir werden dann versuchen, in einer anderen Weise auch zu berichten über das, was heute hier miteinander geschieht. Zu den Parteien möchte ich noch nachtragen, dass die FDP und die CDU keinen gefunden haben, der ihre Partei hier bei uns heute vertritt. So, dann übergebe ich jetzt an Herrn Klein von unserem Bündnis, der teilen uns durch diesen Nachmittag zu führen, und er wollte noch mal etwas Grundlegendes sagen zu dem, was wir heute miteinander hier vorhaben. Ja, danke schön, Hedi. Ich hoffe, wir sind von hier aus gut zu verstehen. Hedi ist die Chefpilotin und ich bin der Co-Pilot, und ich hoffe, dass wir das durch turbulente Lüfte gut hinkriegen und aber nicht auf kalten Flughafen landen können. Das zum einen. Noch ganz kurz zum Organisatorischen, wie wir es ja durchführen möchten, bevor ich mein Statement abgebe. Wir haben vor, dass erst hier unser netter Mann aus Waiblingen, der Herr Riedel, darstellt, wie es nun so in Stuttgart abgegangen ist. Und Sie haben dann die Möglichkeit, circa 10 Minuten direkt Fragen an ihn zu stellen. Direkt Fragen, da möchte ich Sie aber auch gleich bitten, kurz, präzise, vielleicht auch, dass man mehrere Fragen bündeln kann, die er dann beantwortet. Nach diesen 10 Minuten gibt es dann eine weitere Runde, nämlich die Darstellung dieser 4 Bürgerinitiativen, die wir hier haben. Jeder Einzelne wird ihre Erfahrung darstellen, und danach gibt es nochmal einen Aufruf von Albert Pinkfoss, das werden wir dann machen, und danach ist dann die Sichtweisen der Parteien gefragt. Und da möchte ich schon gleich im Vorfeld darauf hinweisen, dass wir nicht überdimensionale Statements erwarten, sondern einfach knapp und bündig sagen, wie sie zu dieser Problematik stehen, die wir hier diskutieren wollen. Also nicht Parteireklame, wir haben zwar Wahlzeit schon fast, aber bitte kurz fassen, sonst funktioniert das ja alles gar nicht. Und nach diesen Sichtweisen der Parteien haben wir dann das offene Ende soweit, nämlich das Plenum, Sie sind dann gefordert, Fragen zu stellen, an wen auch immer. Solange unser Referent da ist, Herr Riedel, auch an ihn, auch an die anderen Bürgerinitiativen, auch an die Politiker. Die Politiker können sich selber hier natürlich auch einklinken und können auch Fragen stellen. Das sei unbenommen. Soweit also nochmal zur Vorgehensweise. Und ich möchte, bevor wir jetzt echt einsteigen und die Veranstaltung, ein ganz kurzes Statement nochmal abgeben, um so in der ganzen Plattform darzustellen, was das Ganze eigentlich für Hintergründe hat. Und zwar fange ich historisch an, gewaltige Geschehnisse haben unseren Planeten, in deren insbesondere letzten Dekaden massiv verändert. Da gab es die grüne Revolution, da gab es Technikexplosionen, denkst du, wie viele Autos wir haben, insbesondere seit dem letzten Weltkrieg, in allen Bereichen hat es eine ungeheure Entwicklung gegeben, mehr als in den ganzen 1000 Jahren zuvor. Die sind komprimiert auf wenige Jahre und es geht ja so weiter wie bislang. Alle Geschehnisse, das ist mir nochmal wichtig, sind aber von Menschen gemacht. Die Frage stellt sich dabei, ob sie den Menschen nützen oder schaden
Ob er sich nicht sogar selbst dabei beseitigt, ist ja alles nicht so ganz einfach. Das wissen wir ja. Es ist einmal daran erinnert, dass vor gar nicht so ganz langer Zeit Zivilisationen Inseln in einer zum Teil feindlichen Natur waren. Heute haben sich die Dinge genau umgekehrt. Das heißt, wir sägen an dem Ast in vielen Bereichen, auf dem wir sitzen. Tja, warum ist das so? Ein Erklärungsmuster ist vielschichtig. Aber Tatsache ist, dass einflussreiche Gruppen ihren Willen anderen aufzudrücken versuchen. Es geht dabei um weniger Gewinner, aber umso mehr Verlierer bei dem ganzen Prozess. Aber zunehmend sind Menschen nicht mehr bereit, diesen Zustand hinzunehmen. Im Großen nicht, sehe Ägypten, Tunesien, wir sehen das im Fernsehen, aber auch erst recht im Kleinen nicht. Menschen schließen sich zu Aktionsgruppen und Bürgerinitiativen zusammen. Die Menschen wollen statt vollzogener Tatsachen mitgestalten. Tätig sein für eine bessere Zukunft, die ihnen nützt und nicht auf dem Altar des Prophets geopfert wird. Nicht eine worthülsenhafte Demokratie mit einmaligen Wahlurnenentscheidungen ist die Prämisse, vielmehr ist die Partizipation der Souveränen an allen Prozessen das hehre Ziel. Das gilt für alle Maßnahmen, die Menschen in ihren Lebensbedingungen treffen. Das gilt für Stuttgart genauso wie für Kassel und viele Städte und Gemeinden andersrum. Da aber Macht- und Entscheidungsträger genau dieses Vorgehen nicht übermäßig schätzen, ist es notwendig, Mediationsverfahren zu etablieren, um die Sichtweisen des Souveränen Geltung zu verschaffen. Da schließt eine Budgetierung mit ein. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz zitieren, was in der Zeitung war. Die Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichtes, Marion Eckhardt-Höfer, hat sich für mehr Bürgerbeteiligung bei großen Bauvorhaben ausgesprochen. Stuttgart 21 habe gezeigt, dass es erhebliche Akzeptanzprobleme gebe. Sie wundert sich, dass ein Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums diskutiert werde, der die Betroffenen im Planstellungsverfahren abschaffen und vom Ermessen der Behörden abhängig machen soll. Das ist genau das Gegenteil, was der Bürger will. Wir haben einen Paradigmenwechsel und der Bürger fordert sein Recht. Und das ist genau die Problematik, mit der wir uns heute hier auseinandersetzen wollen und sehen, wie wir Lösungswege gemeinsam daraus kriegen, damit der Bürger sich stärker beteiligen kann. Das als Basis, als Grundlage nochmal, einen kleinen Rundschlag sozusagen. Ich möchte jetzt dem Herrn Riede das Wort geben und seine Erfahrungen darlegen lassen, was er so in Stuttgart halt auf die Reihe gebracht hat. Herr Riede, bitteschön. Ja, ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Wir können es auch ohne Mikro versuchen, wenn Ihnen das vielleicht angenehmer ist. Ich kenne die Situation manchmal. Ich glaube, ich habe eine relativ laute Stimme. Ich möchte es mal versuchen. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich bin seit 35 Jahren, jetzt seit 1975, im Gemeinderat, bin dort Fraktionsvorsitzender in Waiblingen, bin ein Sozialdemokrat. Nach wie vor, bei allem Auf und Ab, das es in dieser Partei gegeben hat und auch weitergeben wird. Ich bin auch Mitglied des Kreistages Rems-Mohr, aber ich bin, glaube ich, als Stadtrat in meiner letzten Legislaturperiode dann langsam, denn ich bin im vergangenen Jahr 65 geworden und bin jetzt im Ruhestand und da gibt es ja auch noch ein paar andere Dinge, die Stuttgart 21 zu tun.